hat mich so erschrocken. Oder erschreckt. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Maria, ich bin Deutschlehrerin und dein Sprachcoach. Erschreckt oder erschrocken? Das ist die Frage aller Fragen. Ich habe diese zwei Wörter jahrelang durcheinander gebracht. Ich hatte immer Angst, einen Fehler zu machen. Dann habe ich die richtige Bedeutung gelernt und auf einmal wurde mir alles klar. Deshalb möchte ich dir in diesem Video den Unterschied zwischen erschreckt und erschrocken zeigen, damit du nie wieder Fehler machst. Schaue dir dieses Video bis zum Schluss an, denn es gibt auch eine Übung am Ende. Bist du bereit? Wir fangen an. Los geht's! Das Verb erschrecken ist ein besonderes Verb. Ob du in einem Satz erschreckt oder erschrocken benutzt, kommt sehr stark auf die Bedeutung an. Erschreckt und erschrocken sind übrigens Partizipien vom Verb erschrecken. Dieses Verb kann sowohl als schwaches als auch als starkes Verb funktionieren. Was sind nochmal schwache und starke Verben? Bei schwachen Verben gibt es keine Vokaländerung bei der Konjugation. Ein starkes Verb hat unterschiedliche Stammvokale in verschiedenen Zeiten. Wir beginnen mit dem schwachen Verb. Erschrecken bedeutet jemanden in Schrecken versetzen. Das bedeutet, du bist zum Beispiel der Grund dafür, dass eine andere Person Angst hat. Du erschreckst eine andere Person. Wenn du den Satz im Perfekt bildest, dann nimmst du das Partizip erschreckt. Hier sind ein paar Beispiele. Ich habe meinen Bruder erschreckt. In diesem Szenario gibt es meistens zwei Personen, so wie in diesem Beispiel. Die erste Person ist aktiv. In diesem Fall bin ich das. Und diese Person erschreckt eine andere. Hier ist es mein Bruder. Es kann aber auch eine Sache sein, die eine Person in Schrecken versetzt. Zum Beispiel, dein Kostüm hat mich richtig erschreckt. Erschrecken ist also hier ein transitives Verb. Wir brauchen meistens ein Subjekt und ein Akkusativobjekt. Im Perfekt brauchst du hier immer das Verb haben und das Partizip erschreckt. Noch ein Beispiel. Das Gewitter hat meine Katze erschreckt. Auch in diesem Satz ist das Verb erschrecken ein transitives Verb. Das erkennt man am direkten Akkusativobjekt. Meine Katze. Das Gewitter ist hier das Subjekt und meine Katze ist ein direktes Akkusativobjekt. Bilde gern ein ähnliches Beispiel und schreib es in die Kommentare, damit ich weiß, dass du das verstanden hast. Wenn du also selbst jemanden erschreckst, konjugierst du das Verb schwach. Für dieses Video habe ich extra ein PDF erstellt. Dort findest du auch die Verbkonjugation. Noch ein kleiner Tipp für dich. Bei den schwachen Verben gibt es keinen Vokalwechsel. Du siehst also in allen drei Zeiten den Vokal E in der Wortmitte. Lade dir das PDF herunter, dort findest du die Verbkonjugation im Präsens, Präteritum und Perfekt. Und weißt du, was super wäre, wenn du dein eigenes Beispiel in die Kommentare schreiben würdest? Das Verb erschrecken kannst du aber auch intransitiv verwenden. Das heißt, du brauchst kein Akkusativobjekt, um einen Satz zu bilden. Hier liegt der Fokus auf der Person, die einen Schreck bekommt. Genau, erschrecken heißt auch einen Schreck bekommen, in Schreck geraten. Wenn du also von jemandem oder etwas erschrocken wirst, dann nimmst du das starke Verb. Zum Beispiel, mein Bruder ist erschrocken, als ich an der Tür geklopft habe. Ist erschrocken. Ich bin erschrocken, als ich dein Halloween-Kostüm gesehen habe. Das Subjekt ist hier nicht selbst für das Erschrecken verantwortlich, sondern nur davon betroffen. Bei diesen Formulierungen fokussieren wir uns auf die Angst, die das Subjekt empfindet. Und wie du an unseren Beispielen siehst, gibt es kein Akkusativobjekt. Mein Bruder ist erschrocken oder
Ich bin erschrocken. Erschrecken ist hier ein intransitives Verb. Im Perfekt brauchst du hier immer das Verb sein und das Partizip erschrocken. Noch ein Beispiel. Meine Katze ist erschrocken, als es gewittert hat. Auch in diesem Satz ist das Verb erschrecken ein intransitives Verb. In diesem Satz ist es wichtig, dass meine Katze Angst bekommen hat. Sie ist aber nicht dafür verantwortlich, sondern nur davon betroffen. Das Gewitter ist schuld. Wenn du also erschrocken bist, konjugierst du das Verb stark. Auch diese Verbformen habe ich in das PDF gepackt. Ein kleiner Tipp für dich, bei den starken Verben gibt es einen Vokalwechsel. Du siehst also in allen drei Zeiten unterschiedliche Vokale in der Wortmitte. Ich erschrecke, ich erschrak, ich bin erschrocken. Sehr interessant ist auch die Verbkonjugation im Präsens. Selbst ich habe erst nach 10 Jahren in Deutschland darüber erfahren. Kaum zu glauben. Schau mal, ich erschrecke. Du erschrickst. Er, sie, es erschrickt. Wusstest du das schon? Wobei, weißt du was? Selbst wenn man hier die schwache Konjugation nimmt, klingt es für die deutschen Muttersprachler nicht falsch. Ich würde mir daher gar keinen Stress machen. Frag gern deine deutschen Freunde, was sie sagen würden. Sie können auch gern selbst einen Kommentar schreiben. Und jetzt pass auf, die Information, die ich dir gleich geben werde, ist sehr wichtig. Beim umgangssprachlich reflexiven Gebrauch des Verbs erschrecken gibt es sowohl schwache als auch starke Formen. Das Originalverb ist eigentlich nicht reflexiv. Aber in der Umgangssprache ist alles möglich. Schauen wir uns einen Satz im Perfekt an. Ich habe mich erschreckt. Oder? Ich habe mich erschrocken. Beide Sätze sind korrekt. Aber Achtung! Die meisten deutschen Muttersprachler würden die zweite Form bevorzugen. Ich habe mich erschrocken. Im Präteritum ich erschreckte mich, ich erschrak mich. Hier sind auch beide Formen korrekt. Aber das Präteritum ist eher untypisch für die gesprochene Sprache. Wenn, dann würde man die Variante im Perfekt nehmen. Oder schau dir doch den Imperativ an. Erschreck dich nicht oder erschrecke dich nicht. Du kannst aber auch sagen, erschrick dich nicht. Hier würden die meisten deutschen Muttersprachler tatsächlich die erste Variante benutzen. Wenn du mein Video bis zu diesem Moment geschaut und viel Neues gelernt hast, dann solltest du auch meinen Kanal abonnieren. Ansonsten wirst du diesen Kanal wahrscheinlich nie wiedersehen. Das wäre doch schade, oder? Und nun gibt es eine Übung. Du hast lange genug darauf gewartet. Jetzt kannst du deine Deutschkenntnisse unter Beweis stellen. Etwas unter Beweis stellen bedeutet etwas beweisen. Das ist eine Nomen-Verb-Verbindung. Ich zeige dir verschiedene Sätze und du überlegst dir, welches Wort in die Lücke passt. Danach wird die richtige Antwort eingeblendet. Bist du bereit? Mein Sohn erschreckt unsere Katze. Caroline erschrickt immer, wenn sie einen Clown sieht. Der laute Donner hat die schlafende Nachbarschaft erschreckt. Gestern gab es einen lauten Knall und ich bin total erschrocken. Klopfe bitte, wenn du reinkommst. Du hast mich erschreckt. Als das Telefon mitten in der Nacht geklingelt hat, ist das Kind erschrocken. Da ist eine Spinne! Ich habe mich gerade richtig erschrocken oder erschreckt. In diesem Fall sind beide Antworten korrekt.
Aber wie gesagt, die meisten deutschen Muttersprachler würden erschrocken nehmen. Hat's geklappt? Wie viele Sätze waren richtig? Schreib mir dein Ergebnis in die Kommentare. Möchtest du so eine Videoerklärung zu irgendeinem anderen deutschen Verb? Hinterlass mir gern einen Kommentar und ich helfe dir super gern weiter. Dann mach's gut, pass auf dich auf und wir zwei sehen uns schon bald wieder in meinem neuen Video. Tschüss! Ich habe mich erschreckt oder erschrocken. Ist egal.